Oh. Tut mir leid, Judy. Wäre das jetzt passiert, wenn ich sie nicht getötet hätte? Bin ich? Schickimicki-Bude. Wo bin ich? Alten, check die Lage. Okay, Aiden ist also auch kein, so, ich sag jetzt mal, so ein allmächtiger Geist oder so. Was ist das? For Daddy. Hä? Ist es... Nee, oder? Wisst ihr was? Ich glaube, wer das jetzt ist? Wer ist das? Bild. Das ist Nathan! Das ist das Büro von Nathan. Der ist doch jetzt so ein Boss oder so ein Chef, hat er doch gesagt, der Cole. Wie hier, Nathan hat mich jetzt verarscht. Das würde ich jetzt überhaupt nicht vertragen. Der war immer so nett zu uns. Was denn? Was ist das denn? Nathan! Der Kondensator mit der größten Kapazität, die es gibt. Beeindruckend, nicht? Nathan! Jody, schön, dich zu sehen. Ich hatte solche Angst, dass dir was zustößt. Hast du abgenommen? Du siehst so erledigt aus. Aber du bist am Leben. Komm, geh mir rüber zu mir. Irgendwas stimmt hier doch nicht. Irgendwas stimmt hier doch voll gar nicht. Setz dich doch. Und, wie geht's dir? Ging schon besser. Der Schlag auf den Kopf war schmerzhaft. Ich habe ihnen gesagt, sie sollten dir nicht wehtun. Aber sie wollten sich auch nicht mit Aiden anlegen. Reden wir mal über Nora. Was war mit meiner Mutter, Nathan? Nora. Nora war labil. Sie hatte Angst. Sie war eine Gefahr für sich selber und das Baby. Meine Mutter hätte mir nichts getan. Das Risiko war ihnen zu groß. Und ich war nur ein Forscher bei der DPA, Jody. Ich habe erst viel später erfahren, was da passiert ist. Das stimmt doch was nicht. Reden wir mal über CIA. Wie konnten die mich finden? Sie haben dich schon seit deiner Flucht beobachtet. Sie wollten dich töten. Aber ich habe sie überzeugen können, noch eine Weile zu warten und dich zu überwachen. Entschuldigung. Die Wahrheit möchte ich wissen. Warum hast du mir nichts erzählt über meine Mutter? Warum hast du alles verheimlicht all die Jahre? Das würde ich auch gerne wissen. Ich habe ja versucht, es dir zu sagen. Aber wie sagt man einem Kind, dass sein Leben nicht real ist? Also, habe ich für dich gesorgt, dich lieb gehabt, habe dich beschützt mit allem, was ich hatte. Irgendwas stimmt nicht, Mann. Und jetzt was? Du übergibst mich einfach an die CIA. Ist das der Plan, Nathan? Sie haben dich hierher gebracht, weil sie etwas für dich zu tun haben und sie wären dir sehr dankbar, wenn du es tun würdest. Verbittert, wütend. Ich bin wütend. Du willst von mir, dass ich denen helfe, die mich töten wollten? Das ist es, was du von mir verlangst, Nathan? Hör zu, Jody. Warum sollte ich dir zuhören?
Du arbeitest für die! Und du hast mich angelogen über meine Mutter, über meine Eltern. Und wofür? Das Geld oder die Macht oder den Ruhm? Hör auf damit, du weißt, dass das nicht stimmt. Nein, ich weiß bald gar nichts mehr. Wir wissen, dass ein anderes Land die Infrawelt entdeckt hat. Sie glauben, man könnte sie kontrollieren und manipulieren. Sie haben keine Ahnung, womit sie es zu tun haben. Wenn diese Existenzen in die Welt kämen, weißt du, was das bedeutet, Jody? Was hat das alles mit mir zu tun? Du kennst die Infrawelt besser als irgendwer. Das ist ein CIA-Job. Und damit bin ich durch. Jetzt kommt's. Sie bieten dir einen Deal an. Wenn du das für sie machst, dann bist du raus und frei. Gelaber. Kannst du dir vorstellen, was passiert, wenn sie ein Portal öffnen? Das wäre die Apokalypse. Du hast doch die Macht, das zu verhindern. Das stimmt doch voll was nicht. Ich vertraue dem nicht mehr. Offensichtlich weiß Kazistan inzwischen von der Existenz der Infrawelt. Es gibt eine Kluft. Und sie führen Experimente in einer Geheimbasis durch. Ihr Standort ist die Provinz Felhanyang. Wir wissen nicht, wie weit sie mit ihren Experimenten sind, aber wir registrieren erhebliche Fluktuationen innerhalb der Infrawelt. Das bedeutet, sie sind fähig, mit der anderen Seite zu interagieren. Zu ihrer Mission. Zerstören Sie den Kondensator und jede hochentwickelte Technologie. Selbst wenn wir den Kondensator zerstören, ist die Kluft immer noch da. Der Bau eines Kondensators ist teuer und zeitaufwendig. Mit dieser Operation gewinnen wir Zeit zur besseren Erforschung der Infrawelt und bewirken so, dass niemand sie gegen uns einsetzen kann. Ich vermute, die Anlage wird streng bewacht. Ja, sie erwartet erheblicher militärischer Widerstand. Ihr Team wird... Team? Hol sie rein, Maler. Noch andere mit so einer Fähigkeit oder sowas. Hey, Baby. Na, kennst du uns noch? Hä? Claytons Team geht mit ihnen, als kleine agile Kommandoeinheit, die man nicht so leicht entdecken wird. Die Mission wird in 2 Tagen beginnen. Das waren damals alles meine Ausbilder. Pass gut auf, Judy. Niemand weiß, was dich erwartet auf der anderen Seite. Keine Sorge. So schnell kriegen die mich in der Infrawelt nicht. Gut. Ich will dich nicht verlieren. Das ist so strange, Mann. Das ist so strange. Boah, hey, der Kack-Affenlacke. Fuck, whatever da. Affenlacke. Schön, dich zu sehen. Halt dein Maul, red nicht mit mir. Distanziert, kurz angebunden, aggressiv, kalt. Kalt. Für das Missionsziel halte ich einen davon ab, dich zu töten. Aber ich kann es nicht versprechen. Richtig so. Yeah, Mann. Bitch Move Deluxe. Ja. Das lief hier wirklich großartig. Das bin jetzt nicht ich, oder? Das bin jetzt nicht ich, oder? Was ist passiert? Ich finde das sehr ermüdend. Wenn Sie nicht mit uns kooperieren, habe ich keine Wahl, als Sie zu töten. Natürlich töte ich Sie auf jeden Fall. Aber es hätte kurz und schmerzlos werden können. Aber stattdessen wird es leider ein ganz, ganz langsamer und qualvoller Tod. Halt dein Maul! Also, ich frage Sie nun ein letztes Mal. Wer hat Sie geschickt? Aiden! Deine Mutter! Wo bist du? Aiden? Was passiert denn hier gerade? Es ist alles komplett verlassen!
Sind wir hier richtig? Wir sind ganz genau bei den Koordinaten. Der Schneesturm wird noch stärker. Was machen wir jetzt? Jody, sag Aiden, er soll uns einen Unterschlupf suchen. Verstanden, Aiden? Das ist ja mega strange. So, hier wird's auch blöd. Da sieht's wohl auch doof aus. Da ist auch blöd. Da ist das Haus dort hinten. Hier. Ich seh's. Dann los. Okay. Dann wird es jetzt wahrscheinlich die Vorgeschichte sein, wie wir dann auf diesen asiatischen General oder was das war, treffen. Wir werden also später auf jeden Fall gefoltert werden. War das hier drinnen? Ja, lasst es draußen, nimmt's nicht mit rein oder so. Shit! Diese verdammte Saukälte! Was sollen wir denn hier? Das ist ein gottverlassenes Fischerdorf. Der Informant leimt uns. Das ist passiert. Wir müssen in Bewegung bleiben, sonst können sie unsere toten Ärsche herauszerren. 3 Tage wandern durchs Eis. Wir essen Schnee. Für nichts. Fuck! Was für ein Arschloch hat uns hierher geschickt? Hey, ich bin's echt leid mit eurem ständigen Gejammer. Wenn sonst nichts ist, dann haltet gefälligst euer Maul. Hey Jungs, ich friere. Vielleicht machen wir zuerst ein Feuer und streiten dann weiter. Sie hat recht. Wo sie recht hat? Wir werden hier bleiben, bis der Sturm vorbeigezogen ist. Ich kontaktiere die Zentrale wegen Anweisung. So. Aiden. Kleines bisschen Hilfe. Boah. Da. Hey, du verdammtes Genie. Gib mir 5, Vince. Siehst du das, Jody? Ja. Ja. Yeah. Toll, Jungs. So, wärm dich, Jody. Ganz genau. Okay. Wir gehen wieder hoch. Und gehen jetzt mal zu unserem Liebhaber nach drüben. Hast du eine Verbindung? Nein, das wird ein bisschen dauern bei dem Sturm. Oh Gott, peinlicher Smalltalk. Du bist noch sauer auf mich, ja? Hey, vermutlich ändert das deine Meinung nicht, aber tut mir leid, was passiert ist. Du hast recht. Das ändert nichts an meiner Meinung. Eben. So, was gibt's hier noch? Ich muss kurz raus. Ich muss dringend pinkeln. Geh nicht zu weit, okay? Oh oh. Es sind minus 40 Grad. Ich mach da draußen keinen Stadtrundgang. Minus 40 Grad, hoffentlich friert dann das Pipi an dir fest, sobald du loslegst. Ey, soweit, ey, würde ich mir gar nicht die Mühe machen, ohne Scheiß. Irgendwas passiert jetzt. Irgendwas passiert jetzt, es speichert schon. So, wie pinkel ich da jetzt? Oh, da. Boah, ey, da ist ein nackter Arsch dann so rauszustrecken, ey. Oh Gott, oh Gott. Entspann dich, lass es einfach laufen. Oh oh. Dich voll gut getarnt so. Beim Pinkeln einfach.
Aber seht ihr, und da liegen jetzt diese ganzen Chia am Boden. Ich hätte die gleich mit reingenommen, hey. Wie dumm das einfach ist. So, dann starten wir mal gleich Bericht. Erstatten. Sie sind hier. Ich habe sie gesehen. Wo? Auf der Hauptstraße. Ein Konvoi-Panzerwagen direkt an mir vorbei. Wurdest du gesehen? Nein, ich glaube nicht. Und los. Tja, das war eine kurze Aufwärmphase. Los, dranbleiben! Dann let's go weiter. Wenigstens kann ich jetzt hier gut laufen. Oder skieren oder wie immer man das da nennt. Ich sehe halt nicht, wo ich hinlaufe. Ich laufe einfach ins Weiße rein, aber wir haben ja hier die Spur von den Panzern, von daher ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Hey, da lag doch was. Ach so, okay. Bingo. Aiden, sieh nach, was drin ist. Dann gucken wir mal. Was haben wir hier? Was ist das? U-Boote? Nee. Doch? Nee. Hä? Es sieht zumindest so aus wie... Das sind U-Boote oder sowas. Aha. Soldaten. Sie laden Kisten ein. In U-Boote. U-Boote? Du meinst, die Kluft ist... Sie ist unter Wasser. Ich meine, sie müssen eine Basis da unten haben und okay, sie da kann ich nicht runter für den Transport. Wie viele Soldaten? Eins. Ich sehe da drei. Lass Aiden alle ausschalten. Aiden. Go, Aiden. Kümmer dich darum. Los, Aiden. Okay, das macht er hier nicht. Mann! Wo sind die denn alle? Hier ist der eine. Oh, da hinten, okay. So, Gedankenkontrolle. Boah, der ist aber jung, ey. Was kann ich denn hier Feines machen? Gehen wir mal zu dem darüber. Dann machen wir mal Person aus. Tinsu! Und zwei. Dann laufen wir da noch rüber. Und machen uns mal brav die Türe auf. Dann muss es Aiden schon nicht machen. Obwohl, es macht ja jetzt Aiden irgendwie. Der läuft so gechillt. Geil. Okay. Mal gucken, was uns jetzt da drin erwartet. Beziehungsweise wirst du wahrscheinlich nur einen Knopf haben. So, perfekt. Du hast nun die Erlaubnis, dich selber zu stellen. Vollidiot! Wie wär's mit einer Warnung? So, was machen wir jetzt? Gib mir mal eine Sekunde, okay? So, gucken wir mal, was es hier jetzt hat. Jetzt können wir uns genau umgucken. Da hat's bloß diese komischen Leuchtdildos. Dann, was ist das da? Damit können wir gar nichts anfangen. Gehen wir mal in Richtung... U-Boot? Was hat er da gemacht? U-Boot-Typen wie den hier kenne ich aus dem CIA-Simulator. Ich müsste es steuern können. Ja klar, nehmen wir ihr U-Boot, das merkt sich ja keiner. Was ich brauche, ist ein Plan. Ich habe nicht vor, hierbei drauf zu gehen. Der geht mir ziemlich auf den Sack, der Pisser.
Okay, was genau soll das sein? Klamottenwechsel. Ich finde eine Lösung für das Problem. Nette Idee, aber das wird nicht sehr lange funktionieren. Tja, also, vielleicht nicht. Aber diese verdammte Kluft wird sich nicht von alleine schließen, oder? Okay. Klappt vielleicht von Weitem. Und dann was? Wir nehmen das U-Boot zur Basis. Und dann sehen wir weiter. Go! Ich geh mit dir. Was ist mit uns? Weiß ich. Ihr bleibt hier und sucht einen Fluchtweg. Falls wir zurückkommen, müssen wir wahrscheinlich schnellstens hier verschwinden. Aber... Das ist ein Befehl. Aber... Wir sind hier nicht bei Wünsch dir was. Sprengstoff. Die weiß über alles Bescheid, die Alte. Das ist der Oberhammer. Hier ist doch klar, dass wir vielleicht nicht lebend zurückkommen, ja? Mhm. Ist das jetzt eine Anmache? Ja. Will jetzt noch irgendwie schnell was im U-Boot starten? Das war mir völlig klar. Go. Geh tiefer. Die Basis ist nicht mehr weit. Boah, Alter, was ist das? Oh mein Gott, ich steuere. Oh, okay. Die Sicht ist mies. Es ist schwer mit der Peilung. Ich arbeite jetzt gerade hauptsächlich mit dem Radar, mit dem Echo-Radar da rechts, links oben. So, drunter oder drüber? Wir gehen natürlich runter. Okay. Ist ja romantisch. So, seht ihr das da rechts? Da ist doch irgendwie so, irgendwie was Komisches. Aber vielleicht folge ich einfach den Leuchten. Hallo, du Schmock, bist voll im Weg, ey. Ich hoffe, er will keine Antwort. Muss ich runter oder drüber? Runter. Oder? Ich weiß es nicht. Oh, okay, war doch richtig. Was ist jetzt? Was passiert jetzt? Star Wars. Also an die alten Filme. Keine Angst, ich werde jetzt nicht wegen dem neuen Film irgendwas rumspoilern oder sowas. Ich bin beeindruckt. So, und so sind wir aufgetaucht. Wenige halten das so lange durch. Doch noch nicht ganz. Wir sind aber also unter Wasser. Aber vielleicht sind sie kooperativer, wenn ihr Kamerad leidet. Oh oh. Oh oh. Meine Fragen sind simpel. Ich sag doch Aiden, er soll helfen. Für wen Sie arbeiten?